bei Amazon. Ich hatte mir ja diesen Heißklebestift bestellt, war ja sehr begeistert, habe euch ja den Tester gezeigt und finde ich mega. Jetzt kommen da ja so ganz, ganz, ganz kleine Teile rein. Also das ist das gute Stück. Alles, was ich bestellt habe, werde ich euch in die Infobox die Link dazu machen. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Und was ich dazu sagen muss, es ist unbezahlte Werbung. Das habe ich alles selber bezahlt. Aber ich denke mir, für den einen oder anderen ist es ja vielleicht interessant. Und bevor er suchen geht, dann kann ich das auch direkt drunter. So, also dabei waren jetzt, die habe ich jetzt hier nicht unten, habe ich vergessen. Dabei waren ja so ein paar Sticks. Da ist ein gelber, habe ich da drin. Und ja, das ist von mir. Das habe ich damals bei Craftelier bestellt. Das hatte ich euch auch gezeigt. Das sind drei so Ständer. Eigentlich für Kleber. Passt aber super mein Heißklebestift rein. Farblich auch mega passend dazu. Toll. War ich richtig glücklich, dass das so passt. So, und jetzt habe ich mir bei Amazon die kleinen Teilchen bestellt. Habe ich mir mal drei Tütchen bestellt. So eine Mindestabnahme und das sind drei Tüten, aber die kann man ja sowieso gebrauchen. Ich werde mir die jetzt alles in so ein Döschen schütten, damit man immer dran kommt. Also das habe ich da für diesen Stick mir bestellt. So, ich werde auch, also habe ich ja gesagt, alles verlinken. So, dann habe ich mir zum Basteln einmal diese Gummirollen bestellt. Also Preise schreibe ich euch dann auch in die Infobox. Die weiß ich jetzt nicht mehr. Also der Dings hier war auf jeden Fall 29,95 und den Sticks weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Da, wie gesagt, schaut einfach in die Infobox. So, da haben wir hier so ein Dreier-Set. Das ist Gummi. Ich habe ja Metallwalzen, aber ich wollte Gummi haben halt zum Basteln mal. So, da haben wir einmal hier so eine kleine, dann etwas größere. Die muss man hier so dran schrauben. So kommt das an. Und dann haben wir eine noch größere. Ja. Ich kann ja mal eben einen Zollstock holen und sage euch gerade die Maße. So, bei der kleinen haben wir hier, ich weiß noch nicht, wofür die Nasen sind, ob die zum Abstellen sind. Ich habe keine Ahnung. Also, da ist die Rolle 3,5 cm. Bei der mittleren sind es 6 und die große hat eine Walzrolle von 10 cm. Also das war wie gesagt ein Set. Wenn mich nicht alles täuscht, kostete das 13,99 und das fand ich jetzt als Set mega. Ah, raschel, raschel, packe ich gleich mal ein. So, lassen wir erstmal hier liegen. So, und dann habe ich bestellt einmal diese Leuchterhalsbänder. Muss ich aber gleich dazu sagen, werde ich wieder umtauschen, weil die für meine Langhaarhunde wirklich nicht sind. Ich habe für den Großen das Leuchti. Das ist wirklich, wirklich, wirklich mega. Ist natürlich auch teuer, aber ich habe schon in den ganzen Jahren so viele Leuchterhalsbänder benutzt, gekauft, weggeworfen, dass ich sagen muss, das Leuchti lohnt sich für einen Hund, der wirklich im Dunkeln geht. So, mein zweiter Hund geht aber nicht gerne. Wenn er im Dunkeln geht, bleibt er an der Leine. Deshalb mache ich da einfach so Leuchteklicker dran, dass man ihn wirklich erkennen kann. Aber das ist jetzt nicht so notwendig, dass ich da so ein teures Leuchthalsband kaufe. Deshalb habe ich gedacht, ich kaufe mal hier solche. Sind so, aber die sind wirklich extremst dünn. Aber ich zeige sie euch trotzdem. Das ist ein Zweier-Set. Preis weiß ich jetzt auch. Ich glaube 12 Euro. Aber wie gesagt, ich verlinke euch alles und dann könnt ihr selber schauen. Also da ist ein grünes und das gelbe dabei. Ist allerdings aber zum Aufladen, was ich natürlich auch sehr toll finde. Zwei Kabel dabei. Aber wie gesagt, das verschwindet im Fell total. Also das geht definitiv zurück. Aber ich kann es euch ja dann trotzdem noch zeigen. So, das war schon mal Nummer 3. So, dann habe ich mir so ein, da weiß ich noch nicht, ob ich es behalten werde. Das ist für Makramee. Ich hatte mir aber allerdings ein bisschen was, ja, ich hätte es ja lesen können. Aber das sah so groß aus und habe gar nicht so
gedacht, weil bei Butinette hatte ich eins gesehen, das war 30 mal 30 oder 30,5. Und so sah das jetzt auch aus und habe gar nicht eine Beschreibung gelesen. Ja, ist manchmal doof, aber gut. Amazon macht ja meist keine Schwierigkeiten, auch wenn es von so privaten Verkäufern ist. Da kann man ja immer wirklich gut zurückgeben. Aber wie gesagt, vielleicht besorge ich mir auch noch ein großes und behalte das kleine trotzdem. So, das war einmal das Wort für Makramee. Reiß hier meine Lampe ab. So, und dann zu guter Letzt von Amazon habe ich, das war auch ein Zweier-Set, sonst hätte ich es gar nicht, da habe ich mir diese niedlichen Touch-Klingeln besorgt. Ich weiß noch nicht, wie, meine sind ja immer so, dass sie da gerne üben und lernen müssen und man hat ja so viel durch, man hat Klicker und. Jetzt habe ich die bei Amazon gesehen. Ja, muss mal schauen, wie die funktionieren. Ich glaube, so einfach wie halt so eine Klingel ist. Ich packe das hier einmal aus. Da geht es auf. Nee, da geht es nicht auf. Ich schneide mal eben auf. Kleinen Moment, ihr Lieben. Mal schön, wenn du so eine Schere hast, wo du bis nach Köln reiten kannst. So, das sind die Klingel und ich bin mal gespannt, wie die so funktionieren. Aber ich, wie gesagt, finde ich immer gut, wenn zwei sind, weil man ja zwei Hunde hat. Ah ja, einfach mit dem Foto und ist ganz, ganz, ganz leicht, wirklich leicht. Kann sogar ein kleiner Fifi machen. Ja, schaue ich mal, wie ich das mache. Was ich damit lerne, mal ein bisschen googeln, vielleicht gibt es da schon irgendwas zu, wie man das, ja, immer mal was Neues für meine Jungs. Also, das war das letzte Teil von Amazon. Jetzt schwenken wir rüber zu Ideen mit Herz. Da habe ich natürlich wieder Bastelkram bestellt, aber ganz viel Wichteln. Ganz viel Wichteln. Oh, ich liebe ja Wichteln. So, habe ich einmal solche Weihnachtswichteln bestellt. Moment, wo sind sie denn? Ah, warum findet man denn hier die Öffnung nicht? Da ist es. Ich wollte es aber nicht alleine machen. Ich wollte es mit euch machen. So, habe ich mir einmal dieses niedliche Set bestellt. Ich mache mal hier so, dann könnt ihr das besser erkennen. Sind die nicht süß? Guck mal. Immer jeweils zwei drin in der Tüte, habe ich gedacht, für Karten oder ich liebe ja so Gnome. Zweimal das, dann zweimal das, Karten, vielleicht bastel ich Aufleger davon und werde die einstellen. Dann diese, also richtig, richtig süß, hier so ein Pärchen, auch niedlich, ne? So, was von schön. Nochmal das Pärchen mit Herz. Dann haben wir hier. Hab mir jetzt auch bei One Day Saving Schlüsselanhänger mit Wichteln ausgesucht. Auch süß, ne? Hier kann man sogar dann noch was drauf stempeln. Sehr schön. Dann einmal mit Schlitten. Das jetzt, sieht jetzt aus wie eine Doppelnase, aber weil da zwei Stück drin sind. So. Und der hier, der seine Post zum Briefkasten bringt, sind die nicht süß, ihr Lieben. So, das war schon mal eine fröhliche Weihnachtswichtel. So, dann habe ich Wichteln im Winter bestellt. Ja, wie gesagt, ich bin doof, aber ich liebe es einfach. Ich hatte ja auch im Sommer welche bestellt, ich weiß gar nicht, die habe ich, glaube ich, gar nicht einzeln gezeigt, ne? Ich weiß es nicht. So, da haben wir einmal in rosa. Da sie ist aber immer ein groß, ein kleines, auch sehr schön, ne? Nein, das ist so, ist der fertig und dann kann man sich den selber zusammen friemeln, auch schön. Dann mit roter Mütze, na komm. Andere rote Mütze. Also ich finde die echt, echt knuffig. Dann haben wir grün. Dann nochmal anderes. Nö, das sieht gleich aus, ne? Ah ja, genau. Das ist, dann wiederholt sich das da.
So, das waren die Wichteln im Winter. Dann, ach, noch einmal Wichteln habe ich, aber ihr Lieben, einmal Wichteln habe ich. Dann kommt aber wirklich was anderes. So. Da haben wir. Das nennt sich einfach nur Wichtel. Da gibt es einmal die. Ich glaube, die macht man sich dann auch fertig. Die könnt ihr jetzt leider gar nicht so wirklich sehen, weil da ist alles vor. Möchte euch jetzt nicht zu lange beanspruchen. So sieht das dann aus. Ich lege die jetzt mal hier hin. Ne? So. Und das sind dann, das könnt ihr dann zusammen machen. So in 3D oder nochmal eins. Richtig süß. So, mal gucken, ob die anderen sichtbar. Kann man alle nicht so erkennen. Das finde ich aber doch, da kann man jetzt. Da ist einmal so. Ich zeige die jetzt mal so. Ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen erkennen könnt. Auch wenn da ein bisschen was vorliegt. So, mit Keksen. Dann der hier mit Glocken. Ja, hier, die müssen ein bisschen zur Seite. Da kann man gar nichts erkennen mit den Herzchen. Ah ja, also zwei mit Herzchen. Hier einmal so was richtig Weihnachtliches. Dann haben wir hier, ich lese mal ein Büchlein. Auch was Weißes vor, aber ich halte das mal fest und klopfe mal so ein bisschen, so, dann geht das ein bisschen zur Seite, genau wie die blauen hier auch, oder lila eine Mütze, so, den hatten wir auch so ähnlich, ne, andere Artikel dabei, ja, und den hatte ich euch am Anfang gezeigt, so, das war mein drittes Paket Wichtel. Dann habe ich mir einmal diese tollen Stempel hier bestellt. Das fand ich so schön. Die Liebe lebt von liebenswürdigen Kleinigkeiten. Das große Glück in der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu finden. Dann hier, Wunder kommen zu denen, die an sie glauben. Und hierhinter kann ich jetzt gerade nicht lesen. Dann machen wir mal eben raus. Und hier steht, die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden. Und hier noch, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Doch, das durfte auch mit, fand ich so schön. Ich mag ja so gerne so Sprüche. Deshalb durfte das mit. So, dann habe ich mir hier einmal so Kunstfell bestellt. Ich habe ja diese runden Teile auch vom Action, diese günstigen, die man dann zerschneiden muss. Aber hier von dem Maß finde ich das jetzt super als Bart, wenn man sich ein Wichtel selber macht. Ist 6 cm breit und 2 Meter lang. So, dann habe ich mir ein paar Prägefolder bestellt. Einmal sowas mit Kirche, Flöckchen, also so jetzt um diese Zeit. Das ist frohes Fest und fand ich so schön, dass da wirklich deutsche Sprüche drauf sind. Frohes Fest mit Baum. Hier einfach nur diese Kristalle. Sterne, dann das, steht auch frohe Weihnachten, fand ich so süß, dann nochmal frohes Fest mit Schneemann, hier nochmal frohe Weihnachten, richtig, richtig, richtig toll und Fenster zum Hof, nein, Spaß, Fenster, ne? Ja, fand ich richtig, richtig, richtig toll. Also wie gesagt, ich mache euch die Produkte links unten hin, aber da weiß ich genau, die kosteten je 2 Euro. Und mal ganz ehrlich, das ist echt, ist doch wirklich ein Schnapp. Ne? Ja, also die, deshalb durften da so viele mit. Ja, jetzt kommen wir wieder zu Wichteln, aber zu Bastelsachen. So, Stanzbögen sind das. Und die sind ja so... 5 Stanzbögen, die sind auch relativ dick, also so pappemäßig, weil das ist jetzt nicht für eine Karte. Habe ich mich natürlich auch verschätzt, nicht gelesen, aber macht gar nichts. Kann man ja vielleicht ans Fenster hängen. Löcher haben wir auch schon drin. So, da durfte einmal das mit. Das, ich glaube, da sind auch verschiedene drin. Ich gucke mal, ob da verschiedene Farben drin sind. Ich weiß es wieder gar nicht. Da haben wir einmal, ja, Tatsache, so, da haben wir einmal lila,
Dann haben wir hier so ein tolles. Ich glaube, die mache ich mal quer. Dann kriegt er die auch alle mit ins Bild. So, sonst müsste ich höher machen, das kann ich irgendwie nicht. So, also lila. Dann haben wir hier das Mintgrün. Türkis. Das ist Mintgrün. Und hier dieses Aprikot. Richtig, richtig schön. Mache ich mal hier unten rein. Geschenk gab es auch, zeige ich euch gleich. So, dann haben wir hier einmal so, das sieht aus wie so Ständer, kann man also hinstellen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich die hinstelle. So. Ja, ich bin echt im Wichtelwahn. Richtig, richtig toll. Das einfach süß. So, da haben wir einmal das. Ist einmal vorn. Ah, jetzt muss ich mal gucken. Ist das hier auch so? Ne, da ist es gleich. Aber hier ist Tatsache. Einmal von vorne der Wichtel und dann von hinten. Oh, wie hübsch. Dasselbe in Aprikot. Flieder. Ja, die Farben sind, glaube ich, immer gleich. Wie bei dem runden Grün. Muffeln tun sie aber schon ein bisschen. So, hier ist der Standstein. Upsala, fällt es schon automatisch raus. Ja, könnte man auch als Osterei nehmen, ne? So, da. Na, und das kommt auch wieder rein hier. So, das war Nummer 2. Zack, jetzt haben wir hier nochmal Nummer 3 und Nummer 4. Ja, und dann sind wir auch schon durch, ihr Lieben. Na komm. Verpackungen, da habt ihr auch so Schwierigkeiten mit Verpackungen. Ah, hier geht es wenigstens einfach. Auch süß. Einmal in groß, einmal in klein. Oh, den darf man aber auch nicht so dolle angucken, sonst fallen die sofort aus dem Rahmen. So, haben wir einmal das in rot. Dann in, ja, das sind jetzt, wo ich die kleinen von habe, in groß. Das ist dann Tatsache auch vorne und hinten. Vorne und hinten. Kann man sich so hinstellen. Auch. So, das waren die großen Wichtel. Ja, ich das eben ein bisschen, sonst komme ich nachher in Tuck, wo das drin war. So, und dann haben wir noch mal das. So. In klein. Aber schön, ne? Einmal von, den kann man auch aufhängen, kann man am Tannenbaum hängen, an hier zum Beispiel in der Küche an meine Stangen, da finde ich das auch sehr schön. In Rot, in diesem Grün mit Lila, dann nochmal Rot-Blau, ja, immer vorne und hinten, Rosa ist natürlich richtig, richtig süß, ja, und nochmal in Grün. So. Ja, das war meine Bestellung bei Ideen mit Herz und die haben mir Tatsache so ein paar Halbperlenbordüren Metallic. Das war ein Geschenk, ein kleines Dankeschön. Finde ich natürlich auch richtig, richtig toll. So eine kleine Aufmerksamkeit und die kann man ja Tatsache immer gebrauchen. So, meine Lieben, das waren meine Bestellungen. Ich werde euch in die Infobox auf jeden Fall alle Produkte schreiben. Könnt ihr ja mal gerne reinschauen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch nochmals einen schönen Tag. Wir sehen uns, eure Marion von Marions Kreativlein. Tschüss, meine Lieben.